Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr kostenlos und in super Qualität Videos aufnehmen, bearbeiten, schneiden und rendern könnt. Also bleibt dran und los geht's. So, als erstes gucken wir hier in OBS. Sollte jeder kennen, die, die es nicht kennen. Ladet euch es runter und dann gucken wir kurz mal drüber, was ich für Einstellungen habe. Und die könnt ihr mitnehmen. Dann seid ihr bereit für 2022 Streamen, Videos, wie auch immer. Also gucken wir. Als erstes haben wir hier die Szenen. Das sind verschiedene Profile. Und jede Szene beinhaltet verschiedene Quellen. Dann könnt ihr hier einstellen, zum Beispiel eine Szene hier. Das ist jetzt meine Aufnahmeszene, dann habe ich hier eine Pausenszene nur so als Beispiel. Und dann könnt ihr hier so durchwechseln. Ja, simple. Die Quellen hier könnt ihr hinzufügen mit dem Plus. Seht ihr hier verschiedene Dinge, einfach mal auswählen, ausprobieren. Dann als nächstes hier Audio Mixer, sollte jedem klar sein. Wichtig beim Audio Mixer ist, einmal hier auf das Rad, erweiterte Eigenschaften. Und dann hier seht ihr Desktop Audio und Mikrofon Audio. Wichtig, hier hinten bei den Spuren, ihr müsst es so einstellen wie hier. Spur 1 sind beide. Ich zeige noch mal kurz hier die Medienquelle. Das ist die Musik von diesem Video hier, aber das wird bei euch nicht da sein. Ihr habt nur Desktop Audio und Mikrofon. Wichtig hier bei den Spuren auf 1 ist das Mikrofon und der Computer. Auf Spur 2 ist nur das Mikrofon und auf Spur 3 nur der Computer. Ihr seht dann später, warum. Gut, klicke ich mal auf Schließen. Dann gehen wir in die Einstellungen. Hier allgemein habe ich eigentlich nichts verändert. Stream habe ich hier auf Twitch. Den Stream-Schlüssel kriegt ihr auf Twitch selber. Müsst ihr eurem Profil gucken. Irgendwo sollte der sein und dann funktioniert das. Ausgabe, jetzt wird es interessant. Hier, Stream. Jetzt, wie gesagt, die Audiospur 1, weil wir vorhin die Spur 1 ist Computer und Mikrofon. Darum hier Spur 1 einstellen, damit beide Spuren gestreamt werden. Bitrate habe ich auf 4500 eingestellt. Und die Ausgabe umskalieren auf 27. Ja, schont ein bisschen das Internet und ihr wisst, was ich meine. Okay, könnt ihr, müsst ihr nicht aktivieren. Ihr könnt natürlich auch volle Leistung hier, dann lasst ihr den Haken weg und ihr seht später, wo wir die Auflösung dann einstellen können. Okay, Haken wieder rein. Als nächstes Aufnahme. Hier seht ihr, übrigens hier den Rest habe ich gelassen, wie es ist. Guck mal kurz. Ja, hier auf Qualität habe ich gestellt. Nee, Moment. Doch. Das habe ich auf Qualität. Normalerweise ist es auf Leistung. Ich habe auf Qualität gestellt. Und ja, funktioniert soweit ganz gut. Profil auf Main. Hier nix. GPU und MaxBFrames auf 2. So. Dann als nächstes zur Aufnahme. Hier seht ihr den Aufnahmepfad natürlich. Die Audiospur. Hier würde ich alle drei anhaken. Dann habt ihr einmal beides. Simple. Und wenn der Ton nicht passt oder das Mikrofon zu leise eingestellt ist oder irgendwas, könnt ihr hier die anderen zwei Spuren verwenden und die Lautstärke separat regeln. Zeige ich euch später. Gut, dann hier beim Encoder Nvidia NVENC. Müsst ihr gucken, wenn ihr keine neue Grafikkarten habt, müsst ihr X264 benutzen, funktioniert trotzdem wunderbar. Und ja, weiter hier umskalieren nicht. Und ich habe jetzt hier auf MP4 eingestellt, ist einfach das beste Format für Videos. Relativ kleine Dateien. Das einzige Problem ist, steht auch hier, dass wenn die Aufnahme abbricht, also wenn der Computer abstürzt, ist das Videofile kaputt. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel auf MKV wechselt, steht auch hier beschrieben, ist die Datei nicht Schrott. Aber trotzdem, ich verwende MP4, funktioniert, jedes Programm kann damit umgehen.
einwandfrei. Dann als nächstes habe ich hier bei der Bitrate 16.000 eingestellt. Ich nehme in 1080p auf, in 60 Frames, und das sollte eigentlich reichen. Wenn ihr in 2K oder höher aufnehmen wollt, müsst ihr die Bitrate natürlich anpassen. Es gibt auf Google Tabellen wie YouTube und wie Twitch und so, die ungefähre Bitrate vorgibt, und danach könnt ihr euch einrichten. Dann hier Qualität, High, GPU und wieder 2. Audio, so lassen wir es ist. Wiederholungspuffer, auch so lassen wir es ist. Dann Audio. Hier eigentlich nur einstellen euer Mikrofon, wie welcher Eingang ihr benutzt, und den Rest könnt ihr so lassen. Dann gehen wir zu Video. Hier sehen wir jetzt, meine Basisleinwand ist 2K. Ich habe hier eine ultra wide Monitor, aber wenn ich spiele, spiele ich auf 2K, damit auf YouTube, oder also nicht damit ich, wenn ich spiele, sondern wenn ich aufnehmen will, besser gesagt, dann spiele ich auf 2K, dann ist das Bild in 16:9 und nicht übergroß, sonst habt ihr auf YouTube oder auf Twitch Balken oben und unten, weil das Bild natürlich zu breit ist für das Format auf Twitch oder YouTube. Ja, Langzos habe ich hier auf Maximum. Die Skalierungsfilter sehe ich nicht einen großen Unterschied, aber Area und Bilinear würde ich nicht wählen, da sieht man dann wirklich einen Unterschied. Aber bei diesen zwei könnt ihr versuchen, auf Maximum, wenn der Computer es nicht packt, dreht eins zurück und gut ist. Frames 60 natürlich, kommt auf das Spiel drauf an. Je schneller die Bewegungen, desto mehr Frames wären gut. Und wenn ihr nur ein Tutorial macht, wie hier jetzt gerade, reichen auch 30. Ja, okay. Ich habe jetzt hier auf 60 und wir gehen mal raus. Und das wäre es eigentlich für OBS, mehr ist es nicht. Was ich noch gemacht habe, ist der Übergang und den Rest hier, die Szenen und die Quellen sind natürlich einfach, wie soll ich sagen, Kreativität gefragt. Ne? Gut, dann würde ich sagen, das war der Teil zum Aufnehmen und ich switche jetzt zu Shotcut. Und dann zeige ich euch, wie ihr ein Video bearbeiten könnt. Okay. So, da sind wir wieder zurück bei Shotcut. Ja, das Ganze, wenn ihr das erste Mal startet, sieht ungefähr so aus. Ich habe jetzt hier natürlich schon ein paar Projekte drin, aber egal. Dann als nächstes wählen wir hier bei neues Produkt bei Videomodus. Stellt ihr das ein, wo ihr aufgenommen habt. Also ich jetzt hier 1080p, 60 Frames. Dann gebt ihr dem Ganzen einen Namen, Test, natürlich ohne Symbol, und los. Und das war's. Jetzt sind wir in Shotcut. Das Programm ist kostenlos, Open Source, und einfach mal googeln, runterladen, ausprobieren. Lohnt sich wirklich. Super Ding. Dann als erstes würde ich sagen, wir klicken mal auf Datei öffnen und wir sehen jetzt hier bei Data Recordings, hier sind meine Videos drin. Ich nehme jetzt einfach mal irgendein kurzes, keine Ahnung, vom Farm Simulator. Naja, okay. Und jetzt sehen wir, ist das Video hier drin. Wir können es jetzt hier hochziehen in die Wiedergabeliste. Dann nehmen wir noch eine andere, ein anderes Video. Auch noch etwas Kleines, dieses hier. Copy that, falling in. Yeah, und swapped, okay. Machen wir hier dasselbe und weil es so schön ist, öffnen wir noch, haben wir hier Musik, YouTube Music, noch irgendein Musiktrack. Jetzt sehen wir auch hier hin. Und jetzt sehen wir hier unsere drei Clips. Um zu starten, zieht ihr einfach mal einen Clip hier runter und ihr seht, es entsteht eine Timeline. Sagen wir jetzt, diese Datei von Swapped ist das Intro. Ihr möchtet ein Intro einbauen, dann sucht ihr hier eure Stelle und Rechtsklick, trennen. Zieht das ein bisschen auseinander. Und jetzt müssen wir hier natürlich eine neue Videospur
bearbeiten, einfach hier Rechtsklick, Videospur, dann gibt es eine neue. Dann ziehen wir dieses Video hier hin und wir sagen, wir brauchen ein Intro. Nehmen wir jetzt einfach mal bis hierhin und dann trennen wir hier nochmal. So, den Rest können wir löschen, das hier noch ein bisschen zurückschieben und jetzt können wir hier das zusammenfügen. Wenn wir die Dateien übereinander ziehen, ich gehe mal ein bisschen näher ran, so, dann sehen wir, Shortcut macht automatisch einen Übergang, das nächste hier, so, und als drittes müssen wir die Videospur wieder löschen oder können wir löschen und machen dafür eine Audiospur. Audiospur könnt ihr hier reinziehen und ihr seht, so einfach ist das Ganze zusammengeschnitten. Was es noch zu sagen gibt, ihr habt bei den Aufnahmen, haben wir vorhin in OBS eingestellt, drei Spuren. Die eine Spur, Computer und Mikrofon, die zweite Spur, Mikrofon und die dritte Spur, Computer. Um das auszuwählen, könnt ihr ganz simpel, klickt ihr auf die Videodatei hier, Rechtsklick, mehr und dann trenne Audio. Jetzt seht ihr, von diesem Teil habe ich hier die Audio. Jetzt klickt ihr auf die Audio, hier oben auf Eigenschaften und jetzt seht ihr hier bei Audio die drei Spuren. Erste Spur, beides Mikrofon, ups, habe ich mich verklickt und die dritte den Computer. Das heißt, ihr müsst darauf achten, welches ihr hier wählt. Wenn der Sound passt, könnt ihr das erste wählen, alles ist wunderbar, rendern, fertig. Wenn es nicht passt, könnt ihr diese wählen und müsst natürlich diese hier dann kopieren und bei der Kopie den anderen wählen und dann könnt ihr separat die Lautstärke hier einstellen. Die Lautstärke einstellen könnt ihr ganz simpel, indem ihr hier bei Filter klickt, auf Plus, dann auf Audio und dann sucht ihr hier Lautstärke. Klickt da drauf und dann könnt ihr hier die Lautstärke regeln. Eigentlich ganz simpel, Shortcut, super Teil. Dann, wenn ihr zufrieden seid mit eurem Video, wir gucken mal kurz rein. Okay, ich starte nochmal von vorne. Ja, bla 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 bla. See that, it's falling in. Intro, alles wunderbar, Musik spielt. Hier und zurück zum Landmaschinen-Simulator. Okay. Ja, soweit, so gut. Dann, wenn ihr zufrieden seid mit eurem Video, ihr könnt natürlich hier noch dann ein Ende und. Alles, was ihr wollt, ihr könnt so viele Spuren hinzufügen, wie ihr wollt. Ich gehe jetzt nicht auf diese Symbole hier ein, die sind noch ein bisschen, soll ich sagen, zur Hilfe, damit ihr die Sachen hier anklickt und bla 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 und das müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren. Das würde jetzt den Rahmen definitiv sprengen. Als nächstes klickt ihr hier auf Exportieren und dann könnt ihr hier das Format wählen, wie ihr wollt. Ich wähle meistens YouTube, gehe dann auf Erweitert, dann seht ihr hier das Format MP4, Auflösung, Seitenverhältnis, Bilder. Ja, das lasse ich eigentlich, wie es ist. Codec hier, wichtig, die Qualität. Ich stelle meistens auf 99%. Komischerweise, wenn ich auf 100% stelle, schmiert das Rendern ab. Wieso, weiß ich nicht. Aber bei 99 geht's. Den Rest lasse ich eigentlich hier, wie es ist. Dann als nächstes natürlich Datei exportieren. Öffnet sich ein Fenster, dann könnt ihr den Ort wählen, wo es gespeichert werden soll. Speichern drücken. Und das Rendern beginnt. Das seht ihr dann hier oben. Füllt sich ein Balken, geht relativ schnell. Und ja, dann habt ihr euer fertiges Video. Okay, das war ein Schnelldurchgang. Wie werde ich Videoproduzent oder Streamer auf YouTube und Twitch in kurzer Form? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Daumen, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Channel, klickt auf die Glocke und all die lustigen Dinge, die es noch gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.